Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo liebe Mitdetektive und Mitdetektivinnen, wir sind im nächsten Mordfall unterwegs. Wir haben eine Leiche, die geköpft wurde und dann ins Säurebad geschmissen wurde. Und jetzt sind wir auch schon an den letzten Hinweisen dran. Hier sind wir in einer Schenke und da haben wir den Anführer von der Bande, die heißt Marcheur Mord. Und wir haben nämlich am Tatort eine Waffe gefunden, die diese Bande sehr gerne benutzt. Deswegen wollen wir doch mal schauen, was der Anführer dazu zu sagen hat. Ich rechnete damit, dass jemand kommt und uns Leroux Tod anhängen will. Ja, der Wärter hatte Schulden, doch wir sprachen davon, dass er im Gegenzug ein paar meiner Leute freilässt. Warum sollte ich diesen Tausch ausschlagen? Ich bin kein Narr. Okay, also, die Bande war an sich verdächtig, auf jeden Fall. Aber der hatte auch Schulden bei denen und hat sich mit denen angelegt, aber es ging eher darum, ja, dass der möglicherweise ein paar Gefangene freilassen kann. Also die waren in Verhandlungen und dann würde er den ja nicht anbringen. Das finde ich, klingt schon plausibel. Natürlich kann er sich das auch ausgedacht haben, aber es macht schon auch Sinn, finde ich. So, jetzt haben wir noch einen Schauplatz. Muss ich mal schauen, wo. Da ganz hinten, das Gefängnis. Genau, denn da hat der Wärter ja gearbeitet. Wollen wir doch mal schauen, was wir am Gefängnis finden. Also, wir haben als einen Verdächtigen generell diese Bande oder halt den Anführer dieser Bande. Und natürlich auch die Frau, aber die, wie gesagt, würde ich ausschließen. Ich glaube nicht, dass sie das war. Die hätte zwar ein Motiv, weil die hat einen Geliebten und so, aber das macht sie nicht. Die bringt ihren Mann nicht um. Ich glaube eher, dass es dann, wenn es so um die Liebe ging, dann war es eher der Geliebte, der die getötet hat. Und nicht die Frau selber, sondern dann eher der Geliebte. So, ihr wollt jetzt mal eben die rote Kiste holen. Aber irgendwie komme ich gerade nicht weiter. So, jetzt machen wir hier rum. Ich suche gerade noch den Eingang. Ah, da unten vielleicht. Vielleicht kommen wir hier rein und können dann nach oben. So, schalten wir den mal aus. Und dann schalte ich den auch noch aus. Ich schalte von mir aus auch alle aus, wenn die mir alle hier krumm kommen wollen. Oh, der war cool, der Kill. So, dann gehen wir mal nach oben. Muss ich einmal hier die Tür aufknacken. Das ist eine Dreiertür. Aber ich bin gerade noch im Kampf. So, jetzt. Eins. Zwei. Da draußen schießt wieder jemand. Und drei. So, die Tür ist offen. Da sind aber auch schon wieder Wachen. Das ist echt ganz cool. Mit diesem Schmetterschlag kann man selbst die Starken hier relativ gut ausschalten. So, die schießen ja auch noch rum, die helfen mir. So. Und hier ist auch noch was zu lesen. Ach so, schon wieder so ein Journal de Paris. Hier ist die Kiste. Auch eine Dreierkiste. Also eine Dreiertür und eine Dreierkiste. Dann muss aber was Ordentliches drin sein. Jetzt wehe, wenn nicht. Dann bin ich enttäuscht. Oh shit, der war daneben. So, eins. Zwei. Oh, da war ich zu langsam. Und drei. So, was haben wir in dem Kistchen drin? Oh, immerhin 5000 Livre. Da draußen steht jemand vorm Fenster und guckt uns hier zu, wie wir gerade die Bude ausräumen. Danke, Jungs, für eure Hilfe. So, also, der letzte Schauplatz. Wo sind wir, wo wollen wir hin? Da hinten wollen wir hin. Zum Gefängnis, wo unser Wärter gearbeitet hat. Ach ja, genau, es gab ja noch einen Verdächtigen, klar, es gab noch jemanden, der Motiv hat, nämlich den einen Kerl, der da gekündigt wurde, aufgrund von unserem Opfer. Da wurde ja einer gekündigt. Och man, du sollst doch einfach nur hochklettern, meine Güte. So schwer kann es nicht sein. So, wenn ich jetzt von hier aus runterspringe, müsste es eigentlich, genau, klappen. Wunderbar. Also ich meine, da wurde einer halt gekündigt, ne, wegen unserem Opfer. Der hat gesagt, der sollte lieber gekündigt werden, dann wurde der gekündigt. Das ist immer ein Motiv, ja, der hat seinen Job verloren und so. Und manche rasten dann aus und bringen dann denjenigen um hier. Kann alles sein. Insofern mehrere Leute mit einem Motiv. Aber wer hat die Mittel und vor allem die Mordwaffe, das war natürlich schon, ja, interessant. Dass da, also das ist ja eine Besonderheit, ja, vielleicht wollte aber auch einfach jemand, dass der Bande anhängt. Wenn man weiß, was deren Zeichen ist, dann ist das ja relativ leicht. Lässt dir so eine Waffe machen, dann stichst du das Opfer damit, legst die Mordwaffe dahin und dann sagst du, ja, guck mal da, das sind doch typische Zeichen. Das war auf jeden Fall die Bande. Zumal die Bande ja doch nicht, warum sollten die Waffe da liegen lassen? Die sind ja auch keine Amateure. Das spricht wiederum auch wieder gegen die Bande. Also ich bin immer noch für die Theorie des Geliebten oder halt für denjenigen, der gekündigt wurde. Einer von beiden, aber mal schauen.
Erstmal gucken wir jetzt, was es für Hinweise hier im Gefängnis gibt. So, dann einmal hier hoch. Und dann sind wir gleich auch schon da. Wenn man so leicht ausbrechen kann, wie ich einbrechen kann, dann ist das aber kein gutes Gefängnis. So, da sind wir. Hallöchen, auch die juckt das auch gar nicht, dass ich in deren Gefängnis einbreche. So, hier haben wir zum einen einen Stab mit einem Kopf drauf. Ist das unser Kopf von unserem Wärter? Der Kopf von Wärter Leroux auf einem Spieß. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, scheint eine Botschaft an den Stellvertreter des Wärters übermitteln zu wollen. Gefängnis, Kopf auf Spieß. So, wer bist du denn? Schrecklich. Diese Unverfrorenheit. Seht, was sie getan haben. Sie haben Leroux's Kopf aufgespießt, sodass es jeder im Gefängnis sehen kann. Zweifellos eine Botschaft an mich, seinen Nachfolger im Amt. Erst gestern wünschte ich ihm eine gute Nacht. Es gibt Gerüchte über Spielschulden bei dem Marcheur Moore, dieser elenden Bande. Na, aber das spricht meiner Meinung nach auch eher für den Stellvertreter, denn der sagt so, ja, das ist der arme Kerl und er hat es extra so gemacht, dass quasi der Verdacht nicht auf ihn gelenkt wird, indem er hier den Kopf hintut und außerdem sagt er ja auch, es gibt Gerüchte mit den Spielschulden, das kann er ja für sich genutzt haben, indem er die Mordwaffe benutzt hat. Also ich finde, er ist schon verdächtig hier, das war ja das, was ich meinte, entweder er oder der Geliebte. So, also, dann lassen wir die Hinweise durchgehen. Wir gehen in die Datenbank. Und in die Fallakte der geköpfte Wärter. Also, der Stellvertreter, das ist Hugo Soulier. Das ist der, der gekündigt werden sollte, aufgrund des Hinweises von unserem guten Opfer. Der stellvertretende Wärter scheint schockiert vom Tod des Aufsehers Leroux. Er sei zur Arbeit gekommen und habe Leroux' Kopf auf einem Spieß vor dem Krematorium des La Salpêtrière entdeckt. Nun scheint es immerhin keinen Zweifel mehr an der Identität des Opfers zu geben. Hugo gab an, Leroux am Tag zuvor verabschiedet zu haben. Scheint es unbedingt den Le Marcheur Moritz anhängen zu wollen, mit denen Leroux aneinander geraten war. Genau, das meine ich ja. Jeder wusste, okay, es gibt Gerüchte, dann weiß das ja jeder, das spricht sich schnell rum. Jeder wusste, der hat sich mit dieser Bande angelegt, möglicherweise. So, wenn ich dann den umbringen will, was mache ich? Natürlich, wenn ich weiß, dass es solche Gerüchte gibt, ich lasse es so aussehen, als wäre es diese Bande gewesen. Easy as that. Problem gelöst, keiner verdächtigt mich. Und das, finde ich, macht ihn besonders verdächtig, dass er das so auf diese Bande schieben möchte, denn es wirkt sehr inszeniert, auch dass die Waffe da liegen bleibt und so. Und außerdem hat die Bande auch kein Motiv. Und wenn die Bande es nicht war, aber jemand es auf die Bande lenken möchte, dann er. Und deswegen finde ich ihn sehr verdächtig. Ansonsten haben wir hier den Kopf. Das ist nicht unbedingt eine Sache. Also das, ja, könnte auch der Stellvertreter gemacht haben, um den Verdacht von sich wegzulenken. Der Besitzer sagt, Banden benutzen das genau. Dann die Gerberei. Merkwürdige Geräusche gehört zu haben. Er habe nach draußen geschaut und jemand etwas Großes in die Gerberei tragen sehen. Er habe geglaubt, es sei Bürger Gilbert. Obwohl jener zu dieser Zeit im Urlaub gewesen sei. Speziell angefertigtes Kurzschwert, vermutlich die Tatwaffe. Dann haben wir hier die auflösende Leiche. Dann haben wir hier den Brief im Haus des Wächters. Brief von Julien an Madame Camille. Meine Geliebte, ich bekenne, dass ich immer noch die Tage zähle, bis wir uns wiedersehen, auch mit Monsieur Leroux unersättlichem Verfolgungswahn, bla bla bla. Ja, das ist der, den ich am zweitmeisten verdächtigen würde, den Geliebten. Der sagt ja auch in dem Brief, dass sie den loswerden müssen und so, aber das ist halt normal. Als Geliebter hat er keinen Bock auf den Ehemann, ist logisch. Dann haben wir hier eine Aussage von der Nachbarin. Sei ungewöhnlich, 2 Tage zu verschwinden. Habe Schulden bei der Bande gehabt. Das ist halt die Gerüchte, die jeder spricht, genau. Ansonsten die Madame Camille, die Frau, ja, die ist auch nicht unbedingt meine Verdächtigung. Dann haben wir hier, das war die Ehefrau, das war Julien, genau. Scheint nebenbei noch einen Spielgefährten gehabt zu haben. Er sagt aus, er sei bei ihr zu Hause gewesen, um sie zu trösten. Wirkt nicht sonderlich aufgewühlt von der Sache oder besorgt darüber, was die Leute über ihre Beziehung sagen. Madame Camille, die Ehefrau. Glaubt, der Ehemann hat sich viele Feinde gemacht durch seine Arbeit. Er sei schon 2 Tage, bevor die Polizei informiert habe, vermisst worden. Sie habe Angst gehabt, die Polizei würde sie wegen ihrer Untreue ins Visier nehmen. Sehr verdächtig. Minette Rosé, Nachbarin. Die Nachbarin scheint nicht allzu viel von der Frau des Wärters, Madame Camille, zu halten. Es scheint, als hätten sie ihre ehelichen Fehltritte für allerlei Klatsch und Tratsch in der Gegend gesorgt. Das hier, finde ich, spricht auch halt sehr gegen den Stellvertreter. Brief von Wärter Leroux an den leitenden Sicherheitsbeauftragten der Stadt. Geehrter Herr, ich muss euch über meinen Wunsch informieren, Hugo Soulier von seinem Posten als Stellvertreter zu entbinden. In den letzten Monaten legte er sowohl aufmüpfiges Verhalten als auch unbesondere Missachtung im Umgang mit den Gefangenen an den Tag. Unter seiner Leitung gab es innerhalb der letzten Woche 2 versuchte Ausbrüche, mehrere Auseinandersetzungen zwischen Gefangenen. Ich bitte euch um Rat. Dann der Juwelier, der hat nur gesagt, dass das unser Opfer ist. Die Schenke, der Wirt, hat auch nichts gesagt. Anführer der Monsieur, ja. Also,
Der Schmied sagt, die Maßanfertigung für die Bande... Das X stehe für das X markiert die Stelle. Ich habe das Gefühl, eine Person außerhalb der Bande kaufte die Klinge. Aha. Also für mich spricht alles für den Stellvertreter, auch wenn er das gerne von sich lenken möchte. Er hat ein Motiv, nämlich dass er gekündigt werden sollte. Außerdem war er aufmüpfig, dann hat er natürlich, ja, also ich glaube, er war das. Wenn er es nicht war, dann weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber wir beschuldigen erstmal ihn hier, den Stellvertreter. Schrecklich. Diese Unverfrorenheit. Er wirkt sehr verdächtig, finde ich. Ihr beschuldigt mich? Aber ich leite das Zuchthaus, in das ihr mich werfen wollt. Nein, er war's. Jawohl. Juhu, endlich mal wieder auf die erste Verdächtigung hin. Meine Güte, ich hatte ja die letzten beiden, habe ich das nicht direkt geschafft beim ersten Mal, aber jetzt haben wir es wieder geschafft. Welch Ironie, hier eingesperrt zu sein. Genießt ihr den Anblick, tut ihr das? Ja, ich genieße den Anblick. Also der ist lustigerweise ja selber Gefängniswärter, jetzt sitzt er selber im Gefängnis. Ja, finde ich lustig. So, haben wir das auch geklärt und ohne falsche Verdächtigung, finde ich gut. Und ich meine, es gab ja durchaus noch andere Verdächtige, zum Beispiel den Geliebten. Der Brief war auf jeden Fall ein Hinweis auf ihn und der hatte ein Motiv und so, aber im Endeffekt haben wir es richtig gelöst. So, kriegen wir wieder eine Waffe wahrscheinlich und ein bisschen Geld. Frau. Sie kennt die Stadt ein wenig zu gut, wenn ihr wisst, was ich meine. Trefft deine Wahl. Siehste, die Frau hätte es nämlich auch noch sein können, aber das war mir eigentlich relativ klar, dass dies nicht war. So, 2500 Livre und wir kriegen noch eine Waffe, Gladius. Und den Mörder haben wir gefunden. Hat doch wieder Spaß gemacht. War ein guter Fall. War nicht allzu kompliziert, aber Leichen in Säurebädern und so, das finde ich super. Haben wir das auch geklärt. So, jetzt kann ich mal eben auf die Karte schauen. Wir könnten noch den nächsten Mordfall suchen, aber das dauert ja immer ein bisschen länger. Deswegen machen wir den eher beim nächsten Mal. Ich würde also eher sagen, wir machen vielleicht noch hier so eine Pariser Geschichte. Kühle Köpfe bewahren. Die sind ja nicht so lang. Den ganzen Mordfall schaffen wir eh nicht mehr. Dann fange ich lieber noch eine Pariser Geschichte an. Nachdem ich den Verbrecher getötet habe. So, den haben wir. Wunderbar, 23 von 40. Ja, cooler Mordfall jedenfalls. Also, der Stellvertreter war's, ja. Finde ich gut. Also, ich mache die echt gerne. Mir machen die Spaß, die Mordfälle. Und ich werde auch beim nächsten Mal schauen, dass ich den nächsten finde. Muss ich erst wieder nachgucken, wo der ist. Und dann machen wir den nächsten. Ja, da unten steht jetzt gerade einer, der mich verfolgt. Tollwütige Tochter Ratte. Auf Nimmerwiedersehen. Töten wir den mal eben, weil sie nervt mich gerade hier. So, zack. Und dann kann ich hier die Pariser Geschichte annehmen. Kühle Köpfe bewahren. Berühmte abgeschlagene Köpfe für Madame Tussauds. Ach, guck mal! Madame Tussaud? Das kennt ja wohl jeder. Ich bin Madame Tussaud. Ich fertige Wachsfiguren und Totenmasken. Ich versprach der Versammlung, Masken von berühmten Opfern der Guillotine anzufertigen. Es ist grausam. Doch nur so konnte ich aus dem Gefängnis freikommen. Und nun hat jemand die Köpfe gestohlen, die man mir gab. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Madame Tussaud, wie lustig ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass das tatsächlich mal eine Frau war, die solche Wachsfiguren gemacht hat. Ich meine, jeder kennt das heute. Ich war noch nie bei Madame Tussaud, aber jeder kennt das ja, gibt's ja auch in verschiedenen Orten der Welt, wo halt so berühmte Persönlichkeiten, George Clooney und sowas, als Wachsfiguren nachgebildet sind, sehen ziemlich echt aus. Und das kann man eben besichtigen und Bilder damit machen und so, also kennt er ja sicherlich alle. Und tatsächlich lernen wir gerade die echte Madame Tussaud kennen. Die hat Köpfe bekommen, um hier die eben in Wachs nachzubilden und jetzt wurden die Köpfe gestohlen. Wir sollen mit den Angestellten sprechen. Sie hat etwas Wichtiges herausgefunden. Sie schickte mir diesen Brief. Also, wir haben einen Brief bekommen. So, was haben wir denn noch für Hinweise hier? Mit wem sollen wir noch sprechen? Oben wahrscheinlich, ne? Ja, ja, oben sind noch zwei Angestellte. Sprechen wir auch noch mit denen. Chère Madame, ich habe erfahren, dass ein gewisser Politiker voller Stolz über seine Rolle beim Sturz der Girondisten den Kopf von Jacques-Pierre Brissot erworben hat, der euch vor kurzem gestohlen wurde. Er arbeitet in der Nähe der Conciergerie. Also, irgendwer hat Köpfe gestohlen und verkauft. Gerüchten zufolge wollte ein Soldat, der Sir Chapelle bewachte, den Kopf von Olympe de Gouges. Er war ein stiller Verehrer von ihr. Also, irgendwie haben viele Leute natürlich Interesse. Ach, guck mal, da liegt auch noch ein Kopf. Haben natürlich Interesse an berühmten Köpfen von berühmten Persönlichkeiten. Der Richter vom Palais de Justice, der Jacques Hébert verurteilt hat, wollte anscheinend seinen Kopf als Trophäe. Also, es gibt auf jeden Fall drei Verdächtige. Ja, denn lustigerweise wollte ich nur eine Pariser Geschichte machen. Und im Endeffekt ist das jetzt fast wie so ein Mordfall. Es geht nämlich auch hier wieder darum, irgendwas aufzuklären. Nur in dem Fall eben nicht, wer der Mörder ist, sondern wer die Köpfe geklaut hat. Also, auch das ist wieder eher eine Detektivarbeit.
Ach, das ist wieder die, die unten ist, ne? Ach Gott, hier war ich schon so oft. Naja, gut. Dann haben wir ja auch hier wieder mehrere Verdächtige. Den Richter, der den Kopf als Trophäe haben wollte. Dann irgendwer anders, der da auch den Kopf von der Persönlichkeit haben wollte, weil er ihn verehrt hat. Und dann noch irgendwie ein Dritter. Alle drei haben Interesse an Köpfen. Schauen wir mal. So, die töte ich mal eben hier. Zack. Und jetzt sollen wir die Köpfe beschaffen. Also der eine hat den gekauft, der andere hat ihn sich irgendwie auch besorgt. Jedenfalls haben wir drei Leute, die hier Köpfe haben. Beziehungsweise es sind gar keine Verdächtigen. Wir wissen tatsächlich, dass sie die Köpfe haben. Wir müssen sie nur zurückholen. Also es geht gar nicht mehr darum zu ermitteln, sondern wir wissen schon, wer die hat. Nur noch zurückholen sollen wir die Köpfe. Wahrscheinlich sind wir hier sogar schon beim Palais de Justice, oder? Irgendwo da unten müsste ein Kopf sein. Ja, da unten ist doch einer. Dem wollen wir den Kopf stehlen. Beziehungsweise der Kopf liegt da auf dem Tisch. Ach nee, andersrum. Andersrum. Es sind hier viele Beutel und wir sollen schauen, wo der Kopf drin ist. Jetzt muss ich erstmal die Wachen loswerden. Zack, beide tot. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier drin haben. Ist da ein Kopf drin? Oder ist da was anderes drin? Ein falscher Sack. Naja, okay, da ist nichts drin. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen, hör mal? So, bitte, danke. Dann haben wir hier noch einen Sack. Ist da ein Kopf drin? Wahrscheinlich ist der Kopf eh im letzten Sack, oder? Falscher Sack, natürlich. Dann haben wir hier noch einen Sack, als ob der hier so offen rumliegt, der Kopf. Glaube ich ja selber nicht. Während eines Kampfes nicht möglich. Ach so, jetzt muss ich erst die Wache loswerden, die aber natürlich draußen steht. Na super. Wie soll ich das denn jetzt machen? Kann ich auch da durchschießen oder kann ich nicht da durchschießen? Hauptsache, die schießen hier einfach auf die Passanten. Ihr seid ja auch lustig. Ah, ich kann auch da durchschießen. Na perfekt. So, dann sind wir die beiden nämlich auch los. Was haben wir denn hier drin in dem Säckerli? Haben wir da einen Kopf drin? Nein, natürlich nicht. Ja, ich sag ja, das wird eh im letzten Sack sein. So kennt man das doch aus Spielen. Das wird nicht, der ist jetzt nicht schon irgendwo drin, sondern das wird so programmiert, dass er automatisch im letzten ist. Nein, wird's nicht. Den Kopf haben wir beschafft. Kopf von Jacques irgendwem. So, dann fehlen noch zwei Köpfe. Besorgen wir die anderen beiden auch noch eben. Da klauen die der guten Madame Tussaud die Köpfe. Die will doch coole Wachsfiguren daraus machen. Meine Güte. Ja, lustig, oder? Könnt mir ja mal schreiben, wenn ihr schon mal bei Madame Tussaud wart, ob sich das lohnt. Also ich war da echt noch nie. Ich weiß auch gar nicht, wo in Deutschland wir uns haben. In Berlin, glaube ich, oder so. Aber war ich noch nie. Ah, der hat den Kopf sogar bei sich. Das ist natürlich auch interessant. Dann soll ich dem den also direkt klauen gehen. Das wird natürlich lustig jetzt. Dem den Kopf aus der Tasche zu ziehen. So, ich habe Schlüssel bekommen. Ach so, ich wollte gerade sagen, der hat doch den Kopf nicht bei sich. Nein. Aber der hat den Schlüssel zu dem Raum, wo der Kopf dann wahrscheinlich zu finden ist. Also schauen wir mal. Muss ich da mit dem Schlüssel jetzt hier rein? Wie bist du eigentlich? Ach so, dir soll ich auch noch den Kopf stehlen. Nee, dem habe ich einen Brief gestohlen. Brief von Monsieur Lemaitre, Abgeordneter von Paris, Hauptmann Lenotre. Ich habe beide Köpfe bei unserem Freund gekauft. Sie werden in Kisten in der Conciergerie aufbewahrt. Ich habe den einzigen Schlüssel, der beide öffnet. Ja, den Schlüssel habe ich ja schon. Jetzt muss ich nur herausfinden, wo diese Conciergerie ist. Irgendwie gibt es gar nichts mehr auf der Karte, kann das sein? Ah, jetzt gibt es wieder was. So, da, 100 Meter. Also jedenfalls haben wir ja den Schlüssel. Den haben wir schon. Und wir wissen, dass beide Köpfe da irgendwo sind. Und den einzigen Schlüssel, den einzigen Schlüssel haben wir schon. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, wo der Eingang ist. Und dann haben wir die beiden Köpfe auch noch. Dann haben wir die Pariser Geschichte auch noch gemacht. Und können dann beim nächsten Mal den nächsten Mordfall machen. Wo ist denn unsere Tür, die wir... Ah, da unten. Ah, okay. Muss ich einmal nach unten... Beziehungsweise hier sind mehrere Kisten. Und wir schauen jetzt mal mit dem Schlüssel, wo das drin ist.
Die Kiste sieht ein bisschen klein aus für Köpfe, oder? Truhe entriegelt. Doch, da war ein Kopf drin. Ach so, das ist jeweils ein Kopf in den Kisten. Na gut, Kopf von Olympe de Gouges haben wir. Und hier ist dann der andere Kopf drin. Jawohl, Kopf von Jacques-Pierre Brissot. Was haben wir eigentlich hier noch liegen? Unter anderem enthält die Liste Kiste aus dem Besitz von Monsieur Lemaitre, Abgeordneter von Paris, Kiste aus dem Besitz von Hauptmann Lenotre. So. Ja, wunderbar. Dann haben die also hier ihre Köpfe eingelagert. Und wir haben jetzt alle drei Kisten. Beziehungsweise alle drei Köpfe haben wir. Und können jetzt zu Madame Tussaud gehen, ihr die Köpfe zurückbringen und sie kann dann coole Wachsfiguren daraus machen. So lernt man dann tatsächlich in Paris Madame Tussaud kennen. Ja, das sind halt auch die Pariser Geschichten. Das sind ja immer irgendwelche realen Dinge, die wir dann, also kleine Geschichtchen eben zu Madame Tussaud, zu irgendwelchen berühmten Mördern, zu irgendwelchen Ereignissen in Paris. Und das finde ich schon echt interessant auch. Aber ich wusste das, wie gesagt, gar nicht. Also man kennt Madame Tussaud als sozusagen, ja, weiß gar nicht, was das sein soll, Museum oder halt Ausstellung, was auch immer, kennt man das, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es tatsächlich mal eine Madame Tussaud gab. Ich hätte jetzt nicht sagen können, woher der Name kommt, aber jetzt weiß ich das, ist doch auch mal interessant, oder? So lernt man tatsächlich noch was. Nur komme ich jetzt gerade hier nicht rüber, meine Fresse, dann spring halt runter. Man kommt nicht auf die andere Seite, es ist ihm zu weit, dann würde er wieder runterspringen und auf den Boden klatschen und sterben, dann laufe ich halt so runter, wenn er nicht will. Moment, einmal den Dieb klauen gehen, wollte ich schon sagen. Einmal den Dieb festhalten. So, den haben wir auch. Die kommen nie besonders weit, die Diebe. Die laufen los und dann habe ich sie schon. 25 von 40. So, Madame Tussaud, ich habe dir deine drei Köpfchen wiedergebracht. Kannst also wieder schön Wachs formen. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh. In was für einer Welt wir leben. Jawohl, mit Madame Tussaud haben wir gesprochen. Und dafür gibt es 750 Libre. Schön. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter bei Unity. Wahrscheinlich mit dem nächsten Mordfall. Schaltet wieder ein. Bis dahin, euer Walle. Ich bin raus. Bye, bye.